Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar wurde ich getaggt. Und daran schuld ist Dizzy LP. Okay, gut, ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, freut mich aber, dass ich hier ja ein paar Fragen beantworten kann für euch. Ja, okay, wollen wir gleich mal loswerden, loslegen. Und zwar die erste Frage lautet: Wie alt bist du und wann hast du mit dem Zocken angefangen? Wie alt bin ich? Tja, ich hoffe, es schockiert manche von euch nicht. Ich meine, schockiert, so alt bin ich wieder auch nicht. Und zwar bin ich jetzt 32 und werde das Jahr schon 33. Ich kann es selber gar nicht glauben, aber es ist leider so und ich kann es auch nicht ändern. Was soll's? Und ich habe mit dem Zocken angefangen. Ja, wie alt war ich da? Ich schätze mal 6, 7 Jahre alt. Circa da wird's wohl gewesen sein, dass ich meine ersten Spiele gespielt habe. Vielleicht war es auch schon früher, ich weiß gar nicht mehr. Aber ich war sicher 6, 7 Jahre alt. Also das auf jeden Fall. Ja, dann die zweite Frage. Was war deine Einstiegskonsole und wie kamst du zu ihr? Meine Einstiegskonsole war, also Konsole hatte ich, denke ich mal, auch schon im Volksschulalter irgendwann. Und zwar war das damals das Nintendo, also das NES, das Nintendo Entertainment System oder wie das geheißen hat, ich weiß gar nicht mehr. Schon so lang her. Zu ihr bin ich gekommen, ja, durch meinen Vater, der hat sich das damals gekauft und dann hat er sich das Super Nintendo gekauft, also das SNES. Und dann hatte ich auch noch einen Gameboy und ja, und da habe ich halt schon gespielt als Kind und ja, ist mir bis heute geblieben. Die dritte Frage lautet: Welches Game hast du im Kindesalter gerne gespielt? Tja, das ist schon sehr, sehr lange her und soweit ich mich erinnern kann, war das am Gameboy. Die gängigen Spiele, die es damals gab, also damals gab es den Gameboy ja noch in Schwarz-Weiß. Was habe ich da gern gespielt? Ja, Super Mario, Tetris, Dr. Mario. Ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand von euch kennt, Dr. Mario. War so ähnlich wie Tetris auf die Art. Ja, das habe ich gern gespielt. Was habe ich noch gespielt am Nintendo? Ja, natürlich den guten alten Super Mario. Dann am Super Nintendo war es, glaube ich, Yoshi's Island. Also das habe ich sehr gern gespielt, Yoshi's Island, das war eins meiner Lieblingsspiele. Ja, das waren eigentlich so die Spiele, an die ich mich jetzt erinnern kann. Es gab sicher noch einige mehr. Wie gesagt, es ist schon so lang her, ich habe keine Ahnung mehr, was es da genau für Spiele gab. ja, gut, somit kommen wir auch schon zur vierten Frage. Welche Games spielst du momentan am häufigsten? Also am häufigsten momentan spiele ich, also das habe ich nicht als Let's Play, und zwar ist es Skyrim. Skyrim habe ich zwar schon durchgespielt, hab's aber wieder neu für mich entdeckt, möchte diesmal wirklich alles machen, also alle Quests, alle Sachen entdecken, in jedes Dungeon reingehen. Ich habe mir auch die Erweiterung, Hardfire gekauft, wo ich das Haus bauen kann. Da bin ich noch nicht so weit, weil es ziemlich mühsam ist, sage ich jetzt mal, ein Haus zu bauen. Es ist ziemlich anstrengend, kostet viel Kohle. Und ja, das spiele ich eigentlich zurzeit am häufigsten. Nebenbei spiele ich auch noch Sleeping Dogs. Haben mir schon überlegt, vielleicht mal ein Let's Play draus zu machen. Mal schauen. Sleeping Dogs, was spiele ich noch? Oh, ja, natürlich meine Let's Play-Projekte, also Silent Hill Downpour. Borderlands zurzeit mal nicht, brauche ich mal eine kleine Pause. Ja, also eigentlich ist es Skyrim. Fünfte Frage: Nenne deine aktuellen Top 3 Spiele aller Zeiten. Aller Zeiten, ja, das ist ein bisschen schwierig. Also mir gefallen im Prinzip sehr viele Spiele. Auf jeden Fall Assassin's Creed, also der erste Teil, wie er rauskam, das war wow. Also da war ich vollkommen begeistert. Ich habe es dreimal hintereinander durchgespielt. Wirklich dreimal hintereinander durchgespielt.
So toll fand ich es damals, bis heute noch. Ein tolles Spiel. Was fand ich noch besonders gut? Ja, den Vorgänger von Skyrim, also Oblivion. Das war eins meiner Lieblingsspiele, ist es bis heute auch noch. Oblivion hatte ich auch mit der Erweiterung, oder habe ich mit der Erweiterung Shivering Island, oder wie das heißt, keine Ahnung mehr. Top 3, ja, was habe ich noch gern gespielt? Auf jeden Fall, aller Zeiten ist ein bisschen schwierig. Also es gibt sehr viele Spiele, die mir wirklich gefallen. Auf jeden Fall auch GTA, GTA 4, auch eins meiner Lieblingsspiele, auf jeden Fall. Und Bioshock natürlich auch. Ich liebe Bioshock. Bioshock ist auch eins meiner Lieblingsspiele auf jeden Fall. Sechste Frage. Von welchem Game hättest du gerne eine Fortsetzung? Auf jeden Fall definitiv von der Elder Scrolls-Reihe. Also ich wünsche mir wirklich, dass es nach Skyrim noch eine Fortsetzung gibt. Auf jeden Fall. Genauso wie von Mass Effect zum Beispiel. Wäre auch nicht schlecht, ist auch eines meiner Lieblingsspiele. Ja, so die Spiele auf jeden Fall. Ja. So, siebte Frage. Welches Hobby bzw. Leidenschaften pflegst du neben dem Gaming? Also zurzeit muss ich sagen, ist es nur das Gaming. Ich habe momentan kein anderes, also Gaming ist mein Hobby. Zurzeit, es ist auch kalt draußen, da kann man nicht viel machen. Es ist. Also auf jeden Fall zocken, zocken, zocken. Leidenschaften. Ja, ich gehe auch gerne fort. Ich gehe auch gerne in die Diskothek, irgendwo in einen Club hin. Ja, aber das würde ich jetzt nicht als Hobby bezeichnen. Da gehe ich ab und zu mal hin und wie gesagt, nebenbei, es ist wirklich nur das Gaming zurzeit. Gut, kommen wir auch schon zur achten Frage. Welche Konsolen eingeschlossen Handhelds besitzt du? Also Handhelds habe ich gar keine. Also die hatte ich früher als Kind vielleicht mal. Aber ich finde, ich brauche es nicht. Für was auch? Ich habe Konsolen, habe ich hier meine Xbox 360 und dann noch eine PS3. Das reicht. Eine Wii brauche ich nicht. Wii interessiert mich auch gar nicht. Muss auch sagen, ich spiele hauptsächlich auf der Xbox 360. Nebenbei auch ein paar Spiele, wie zum Beispiel God of War auf der PS3, was es ja sonst nicht für die Xbox gibt. Und dann natürlich meine PC-Spiele, aber Handhelds habe ich keine. Neunte Frage. Nenne deine Top 3 Spieleserien. Spieleserien kann ich euch sagen, auf jeden Fall die Elder Scrolls-Reihe. Eins meiner wirklich Favoriten. Ich liebe die Elder Scrolls-Reihe. Ich freue mich auch schon auf Elder Scrolls Online. Ja, da freue ich mich wirklich schon drauf, wie das wird. Die Fortsetzung dann, falls es noch eine geben sollte. Ja, und dann auf jeden Fall an zweiter Stelle würde ich sagen Mass Effect, die Mass Effect 3. Mass Effect, ein tolles Spiel, ich liebe es. Und natürlich Assassin's Creed. Die Assassin's Creed-Reihe ist auch eins meiner Lieblingsspieleserien. So, ja, die 10. Frage wäre auch dann schon, ja, finde abschließende Worte zum Thema Gaming und ich muss drei Gamer taggen. Ja, abschließende Worte. Puh, da fällt mir jetzt auf die Schnelle eigentlich gar nichts ein. Ja, zockt weiter, brav, schaut brav meine Videos, habt Spaß dran. Gaming, ja, ansonsten könnte ich jetzt viele Themen anfangen, wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung. Mir fällt momentan echt nichts, ein. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann mal, momentan. Okay, gut, dann muss ich drei Leute taggen. Und zwar haltet euch fest. Und zwar tagge ich als erstes mal den guten Mammut LP. Mammut, du bist dran. Du musst jetzt die Fragen beantworten. Oh, ja. Auch ein sehr guter Kanal übrigens, kann ich euch nur empfehlen. Auf jeden Fall. Müsst ihr vorbeischauen und abonnieren nicht vergessen. Gut, dann tagge ich noch den LP Storm 100. LP Storm,
Du bist auch dran. Du musst alle Fragen beantworten. Mach so gut du kannst. Ja, und auf jeden Fall auch auf seinen Kanal vorbeischauen und abonnieren auch nicht vergessen. Und an dritter Stelle, an dritter Stelle, an dritter Stelle habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht viel überlegt. Moment, 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 Moment. Schauen wir mal, wer der Glückliche ist. Und zwar würde ich sagen, nehmen wir mal den. Moment, 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 Moment. Und an dritter Stelle ist der Secret Gamer 583. Secret Gamer, auch ein toller Kanal. Bitte nicht abonnieren vergessen, du bist auch dran. Gut, in dem Sinne, ja, viel ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht eingefallen. Wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Und auf jeden Fall wünsche ich euch was. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play, beziehungsweise hören uns. Bis dann!